Einen Sieg gab es für den SV Mattersburg gestern doch noch. Die U14-Burschen der Mattersburger haben sich in Oberpullendorf den Landesmeistertitel im Futsal geholt. Futsal ist auch international mittlerweile die Form des Hallenfußballs. Eine spektakuläre Form, die im Burgenland, vor allem im Nachwuchs, immer stärker forciert wird. Michael Gutmann. Futsal bedeutet keine Banden, Handballtore, nur 4 Feldspieler und weniger Luftdruck im Ball. Das erfordert Schnelligkeit und technisches Können. Im Jugendbereich ist Futsal schon die Nummer 1. Die Kinder kennen es auch von der Schülerliga, die meisten spielen es auch in den Schulen. Und das Niveau wird von Jahr zu Jahr besser und sie sehen auch heute beim Finale, dass das wirklich ein Top-Niveau schon ist. Seit 5 Jahren gibt es eine Futsal-Landesmeisterschaft für unter 14 Teams. Die besten Clubs von Golz bis Güssing bereiten sich spezifisch darauf vor. Die Spieler haben sich mit Futsal großteils angefreundet. Das, was mir gefällt, also es geht schnell hin und her, muss schnell umschalten und ja. Mir gefällt halt, dass man mehr tricksen muss und dass man mehr zeigen muss. Und ja, die Bälle sind halt eine Chance. Man muss schnell umschalten, man darf nicht so lange warten. Und ja, die Tore. Der diesjährige Landesmeister heißt Mattersburg. Die Mattersburger bleiben beim Finalturnier der Top 4 ungeschlagen und schießen 8 großteils schöne Tore. Weniger gut war halt, dass wir schlecht, nicht so viel Bewegung gehabt haben im Spiel, aber dann haben wir trotzdem gekämpft und haben dann gewonnen halt. Wie spektakulär Futsal sein kann, zeigt die Weltmeisterschaft aus dem Vorjahr. In Österreich gibt es seit 15 Jahren eine Liga, doch auch in den Köpfen vieler Spieler dominiert noch der alte Bandenzauber. Das könnte sich ändern. Das setzt sich immer mehr durch, auch international. Also international gibt es eigentlich nur mehr Futsal. Ja. Gerade in Österreich ist das eher noch, sage ich jetzt mal, ein bisschen unterentwickelt. Also ich finde Futsal sehr interessant für weitere Entwicklung und überhaupt für Variationen. Und schön anzuschauen ist Futsal ebenso. Absolut.